So, guten Morgen alle zusammen. Schön bei euch wieder zu sein. Ich glaube, ich bin zum vierten Mal in Eitlingen jetzt hier. Es ist heute ein bisschen kühl, gell? Es ist ein bisschen kühl, aber zu Hause haben wir sogar Schnee. Also wir sind bevorzugt. Vor 3 Tagen hatten wir noch 30 Grad. Gestern hatten wir Schnee im Garten, heute auch. Also bin ich lieber bei euch heute. Auf jeden Fall das Thema für dieses Wochenende ist gut, besser, Christus. Bei uns in Österreich gibt es eine Werbung, die kennt jedes Kind. Die heißt gut, besser, Gösser. Das ist das beste Bier. Ich weiß nicht genau, wo die Eitlinger Schwester ihre Werbungen her haben, aber die sind so oft in Österreich. Und heute Morgen soll es um das Thema Maria und Martha gehen. Das haben sie mir gegeben aus Lukas 10. Maria und Martha, das waren 2 Schwestern, die hatten noch einen Bruder, der Lazarus. Und die wohnten 3 Kilometer von Jerusalem in Bethanien, heißt das, in so einem Dorf. Und Jesus ging immer, wenn er so am Weg war, zu denen hin auf Kaffee und Kuchen. Und anscheinend hat er sich da wohlgefühlt, keine Ahnung warum. Aber sie waren alle 3 Single, das heißt Martha, Maria und Lazarus waren anscheinend nicht verheiratet, so wie Jesus selbst. Vielleicht haben sie sich deshalb auch gut verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es meine Lieblingsfamilie gewesen wäre. Es waren schon interessante Persönlichkeiten, die 3. Da war die Martha, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ich lese sie gleich vor. Aber die Martha, die war dauernd am Putzen, die hielt sich immer beschäftigt. Die hat sich beim Kaffeetrinken nie hingesetzt. Die hat auch während der Unterhaltung immer ein Putzfetzen in der Hand gehabt. Und wenn man Kaffee trinkt, ich habe so eine Verwandte, da kannst du nie in Ruhe trinken. Der Besen ist zwischen die Füße, wenn du was ausschüttest, der Fetzen am Tisch. Ist ein bisschen lästig mit der Zeit. Aber das war die Martha. Und dann war da die Maria. Die Maria, das war die Spirituelle. Die hat immer einen Bibelvers parat gehabt. Die hat alle Lebensumstände geistlich erklärt. Hat sich nicht allzu gern bewegt, die ist dauernd gesessen. So Schwestern kenne ich auch. Aber das waren die Schwestern, wahrscheinlich ist Lazarus wegen seiner Schwestern so früh gestorben. Aber ich lese mal die Geschichte vor. Im Lukas 10, Vers 38, ich lese ein paar Verse vor. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria. Die setzte sich auch zu den Füßen Jesu und sie hörte seinem Wort zu. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat, um zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das bessere oder das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und ich glaube, der Schlüsselvers ist, wo Jesus sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Dieser Satz hat schon manche Christen, auch meine Frau, auf die Palme getrieben. Weil, so wie meine Frau zum Beispiel, die hat eine Frühstückspension. Ihre Hauptbeschäftigung ist Putzen. Die Bäder, die Zimmer, das Frühstückszimmer, Kaffee machen, dienen, sich um Leute sorgen. Oder die Julia, unsere Hausmutter, ist auch hier heute Morgen, die muss den ganzen Bauernhof dauernd putzen. Und da bemühen sie sich Tag und Nacht, etwas sauber zu halten, Gäste zu bedienen. Und das macht die Martha. Und Jesus sagt zu der Martha: Pech gehabt, du hast das blöde Teil erwählt. Die Maria, die da sitzt, die ist besser dran als du. Und es ist fast eine Gemeinheit, wenn man das mal so überlegt.
Meine Frau konnte diese Geschichte nie leiden. Inzwischen glaube ich, ist es ein bisschen besser. Die Bibel übrigens sagt extrem viel über Gastfreundschaft. Hebräer 13 lesen wir, Gastfreundschaft vergesst nicht. Im Römer 12, nach der Gastfreundschaft trachtet. 1. Petrus 4, seid gastfrei untereinander. Das heißt, gastfreundlich zu sein, Menschen aufzunehmen, zu beherbergen und verköstigen, ist eine der herausragendsten Gaben, die ein Mensch besitzen kann. Einer meiner Lieblingstheologen, Eugene Peterson, er hat sogar gesagt, Gastfreundschaft ist wahrscheinlich die geistlichste Aktivität, die ein Mensch tun kann. Warum? Weil in der Gastfreundschaft gibt es nichts Abstraktes. Gastfreundschaft kannst du nie theoretisieren, du kannst nur involviert sein. Prophetische Rede kann man vorgeben, so tun, als ob man es kann. Zungenrede kann identisch sein oder nachgemacht. Im Predigen kannst du viel sagen, ohne es zu tun. Alles keine Kunst. In der Gastfreundschaft geht das nicht. Hier wird nicht theoretisiert. Konkrete Personen sind involviert. Betten müssen gemacht werden, der Boden muss geschrubbt werden, die Toiletten gereinigt, Kartoffeln müssen geschält werden, Teller abgewaschen und der Kaffee muss gebraut werden. Hier gibt es nichts Theoretisches. Und darum ist Gastfreundschaft der geistlichste Dienst, den es überhaupt gibt. Und das gemeinsame Essen am Tisch deckt ja alle menschlichen Bedürfnisse ab. Das körperliche Bedürfnis nach Essen und Trinken, das soziale Bedürfnis nach Gemeinschaft und Unterhaltung, das kulturelle Bedürfnis, man gibt Traditionen weiter, und das geistliche Bedürfnis, man dankt Gott und empfängt von ihm. Gastfreundschaft, ein warmes Bett, eine gute Mahlzeit, ist viel mehr wert, als die meisten glauben. Und wie gesagt, es ist nie theoretisch. Ein lieber Freund von mir, Rob Whittaker, er ist Bibelschulleiter in England, wurde einmal gefragt, was wünschst du dir für deine 200 Studenten, die Bibelschüler? Und er hat gesagt, ich wünsche mir, dass der Herr schenken möge, dass die Wahrheit die längste Reise des Universums schafft, nämlich vom Kopf in ihr Herz. Und da war ein Gastsprecher da diese Woche, und der hat ein paar Minuten später gesagt, und ich möchte diesem Wunsch hinzufügen, dass die Wahrheit dann die zweitlängste Reise im Universum durchführt, nämlich vom Herz in die Füße. Es geht vom Kopf ins Herz und vom Herz in die Füße. Und da wird nicht mehr theoretisiert, sondern da ist Praxis. Und genau das war die Martha. Sie hat nicht theoretisiert, sie hat gedient. Warum sagt Jesus dann, dass Maria das bessere Teil gewählt hat? Es passt gut, jetzt nur nebenbei so eine theologische Regel weiter zu sagen. Ihr seid ja alles Theologen. So wie ich selbst auch, bin nur 9 Jahre Schule gegangen. Aber wenn wir in der Bibel lesen, dass eine Sache besser oder größer als eine andere ist, wird die erste Sache nicht schlecht. Zum Beispiel im 1. Korinther 7 lesen wir, heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Das heißt aber nicht, dass heiraten schlecht ist. Heiraten ist sogar sehr gut. Aber Paulus sagt, es ist noch besser, wenn du alleine bleibst, dann kannst du mehr dienen, hast mehr Zeit und so weiter. Aber deshalb wird das andere nicht schlecht. Oder zum Beispiel in Lukas 14, da sagt Jesus mal, habe ich auch nie kapiert, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, sogar sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und mir gedacht, ist ja komisch, warum soll ich jetzt Vater, Mutter und mich selber hassen und so weiter. Die ganze Schrift sagt, ich soll ja meine Vater, Mutter lieben und so weiter. Aber das hat damit zu tun, Jesus sagt nicht, ihr sollt hassen, sondern er
macht einen Vergleich. Er sagt, deine Liebe zu mir soll so groß sein, dass deine Liebe zu deinen Eltern wie Hass erscheint. Es geht um Prioritäten. Und was Jesus hier zur Martha sagt, ist, Maria hat die Prioritäten besser geordnet als du, Martha. Martha, ordne deine Prioritäten. Und wisst ihr, was Jesus an Martha so geschätzt hat? Martha hatte ein Verlangen, einen Durst nach Jesus. Sie saß zu seinen Füßen und hörte ihm zu, weil sie ein Verlangen hatte nach Jesus. Die Maria, ja genau, danke, schau. Im Johannes 7 sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wisst ihr, ich glaube, ein Grund, warum wir so wenig von der Fülle Jesus erleben im Alltag, ist, weil wir nicht wirklich Durst haben nach Jesus. Gott sieht, ob wir einen Durst nach ihm haben, so wie die Maria, ob wir eine Sehnsucht nach ihm haben. Er sieht, ob wir ihn wollen oder nicht. Das war so schön bei dem Anspiel. Beim Ehepaar, will ich jetzt ihr Essen oder will ich sie? Will ich sein Geld oder will ich ihn? Und das ist, worum es geht. Wollen wir christliches Leben oder wollen wir Jesus? Und darum hat Maria das bessere Teil gewählt, nämlich Jesus selbst. Seht ihr, viele Menschen suchen nach Gott, so wie man nach einem 50-Cent-Stück sucht, das man verloren hat im Schnee. Angenommen, du gehst vom Parkplatz zu deiner Haustüre und am Weg zur Haustüre merkst du, ich habe 50 Cent verloren, es schneit aber, es ist kalt und windig. Was tust du? Du gehst, drehst dich um, gehst vielleicht ein paar Schritte zurück, schaust so 20 Sekunden, ob du die 50 Cent Stück findest. Und wenn nicht, dann sagst du dir, geht auch ohne, kein Problem. Und du gehst ins Haus. Angenommen aber, du gehst vom Auto zum Haus und aus einem bestimmten Grund hast du 5.000 Euro in der Hosentasche und du merkst bei der Haustüre, dir sind die 5.000 Euro rausgefallen. Wie lange wirst du die 5.000 Euro suchen? Du wirst auch im Schneesturm rumgraben, du wirst ein Licht holen, du wirst deine Freunde, deine Verwandten, deine Nachbarn holen, um dir suchen zu helfen. Und wenn du es in der Nacht nicht findest, wirst du nächsten Tag in der Früh weitersuchen bei Tageslicht. Warum? Weil das, was du verloren hast, so wertvoll ist. Weißt du, was ich glaube? Viele Christen suchen Gott so wie ein 50-Cent-Stück. Kann auch sein, dass du jetzt nach Eitlingen kommst, keine Ahnung, warum du hier bist. Und dann denkst du, ja, wenn mir Gott über den Weg läuft, auch okay. Und wenn nicht, auch okay. Wie viel ist es dir wert? Ist eine Sehnsucht, ein Hunger, ein Durst? Im 1. Mose 32, da ist eine interessante Geschichte, ganz komische eigentlich, von Jakob, der mit Gott die ganze Nacht da ringt und kämpft. Komische Geschichte, kapieren ihn nicht ganz. Aber auf jeden Fall weiß ich, Jakob ist Gott oft begegnet in seinem Leben. Er hat Gott erfahren in seinem Leben, aber er blieb immer so ein Betrüger, das ist sein Name. Er lebt immer so ein bisschen mit Gott, dann wieder ohne Gott, hat ihn wieder nicht interessiert. Aber in dieser Nacht hat Gott um Jakob gekämpft, die ganze Nacht. Und in der Früh sagte Gott zu Jakob, ich gehe jetzt. Und dann sagt Jakob, das ist einer meiner Lieblingssätze, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und in diesem Moment gab Gott dem Jakob einen neuen Namen, Israel. Denn in diesem Moment wusste Gott, Jakob will mich. Er will keinen Tag mehr ohne mich leben. Und das ist der größte Wunsch Gottes.
König David hat im Psalm 16 gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. David hat gesagt, ich habe so viele Fehler, ich habe so viele Sünden, ich bin ein Ehebrecher, ich bin ein Mörder, alles. Aber Gott, ich will dich. Und Gott sagte zu David, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Und so war die Maria. Die Maria hat das Bessere gewählt, weil sie wollte Jesus als Erstes. Weißt du, Freunde, es muss uns bewusst sein, nicht jeder Mensch kann zu Jesus finden. In der Gemeinschaft zu Jesus findet nur der Mensch, der diese Gemeinschaft sucht. Ein Mensch kann religiös sein, aber wenn er keinen Durst nach Jesus hat, kann er nichts von Jesus empfangen. Und darum sagt Jesus zur Martha, 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 du bist besorgt um so viele Dinge, warum kommst du nicht zuerst zu mir? Denn das ist, worum es geht. Darum sagt Jesus in der Bergpredigt, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ein Mensch, der Durst hat, der wird trinken. Es gibt eine Geschichte von einem indischen Jungen, Sadhu Sundar Singh. Der ist schon lange gestorben. Interessanter Name, gell? War vor kurzem in Indien, hat mich fasziniert. Dieser Junge ist aufgewachsen in der östlichen Religion. Er war eine Ausnahme. Aber er hatte bereits als Teenager eine solche Sehnsucht nach Gott, dass er bereit war, Selbstmord zu begehen, wenn ihm Gott nicht begegnet. Und er saß als 15-Jähriger um 4 Uhr morgens in seinem Bett und hat gesagt, Gott, wenn du dich mir nicht offenbarst die nächsten 2 Stunden, dann springe ich vor dem Zug, ich nehme mir das Leben. Und in diesen 2 Stunden hat sich Jesus auf eine übernatürliche Art und Weise in einer Vision ist er Jesus begegnet, von dem er noch nie gehört hat. Und er hat sein Leben Christus anvertraut, hat es in der Früh seinem Vater erzählt, der wollte ihn vergiften, war Hindu und das war eben nicht recht, Christ zu werden. Er wurde dann ausgestoßen und dieser junge Teenager, bis zum 40. Lebensjahr ging er in Indien und Nepal in die abgelegensten Dörfer, um Menschen von Jesus zu erzählen. Man fand seine Leiche als 40-Jähriger auf einem Bergpass erfroren. Und die Frage, die ich manchmal habe zu Gott, Gott, warum offenbarst du dich mir nicht in so einer übernatürlichen Vision, damit ich mal keine Zweifel mehr hätte? Warum zeigst du dich mir nicht durch so gewaltige Art und Weise? Und die Frage bekam ich zurück, indem er sagte, Hans-Peter, hast du dich schon einmal so nach mir gesehnt, dass du dir das Leben genommen hättest, wenn ich mich dir nicht offenbart hätte? Wie groß ist dein Hunger nach mir? Einmal hat dieser Sadhu Sundar Singh einen Europabesuch gemacht in England. Er war froh, als er wieder nach Hause nach Indien konnte. Und er hat geschrieben, eines Tages saß ich im Himalaya am Ufer eines Flusses. Ich zog einen schönen, runden und harten Stein aus dem Wasser und zerschlug ihn. Das Innere war ganz trocken. Dieser Stein hatte lange Zeit im Wasser gelegen, aber das Wasser war nicht in den Stein eingedrungen. Genauso ist es mit den Menschen hier in Europa. Jahrhundertelang sind sie vom Christentum umflutet, sind ganz und gar eingetaucht in seine Segnungen. Sie leben im Christentum, aber das Christentum ist nicht in sie eingedrungen und lebt nicht in ihnen. Die Schuld liegt nicht am Christentum, sondern an der Härte der Herzen. Materialismus und Intellektualismus haben die Herzen hart gemacht. Darum wundere ich mich nicht darüber, dass viele Menschen in Europa nicht verstehen können, wer Christus ist. Wenn ein Mensch keinen Durst nach Jesus hat, wird er ihn nicht finden. Wenn ein Mensch Durst nach Jesus hat, dann wird er ihn finden, egal wo und wie. Eine Frage, die ich von Christen oft bekomme, ist,
Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Wie weiß ich, was Gott von mir will? Und die Antwort, die ich oft gebe, ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich gratuliere dir. Du wirst ihn erkennen, weil du fragst danach. Einer meiner Lieblingsverse, Jeremia 29, Vers 14, da sagt Gott, wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Eins kann ich dir versprechen, wenn du dieses Wochenende hier bist und einen Durst nach Jesus hast, du wirst ihn finden. Gratulation. Wenn du keinen Durst nach Jesus hast, kannst du 100 Predigten hören von den besten Predigern der Welt. Es wird sich überhaupt nichts bewegen. Es ist diese Sehnsucht nach Jesus. Ich habe vor kurzem von IDEA, das ist so eine Zeitschrift, da Anruf bekommen. Und die haben mir eine Frage gestellt. Der Rudolf hat die auch bekommen, habe ich gelesen, da gestern bekommen. Die Frage war, warum haben so wenig Menschen Durst nach Jesus in Europa? Ich sage, keine Ahnung. Aber die zweite Frage war dann, wie kann man Durst und Hunger nach Gott in einem Menschen erwecken? Ist die Frage, die ich mir immer stelle. Wenn ich hier bei euch bin, keine Ahnung, wer du bist. Keine Ahnung, ob du Durst und Hunger nach Jesus hast. Aber wenn du keinen hast, wie kann ich den wecken? Bei uns in Österreich, ich wohne in der Ramse, so ein Bergdorf. Und ich bin da auch im Bergrettungsdienst und nächste Woche haben wir unser Bierzelt. Das ist ungefähr so groß wie das, aber ein bisschen mehr Bier. Sonst ist es ungefähr gleich. Aber da ist halt eine Musikband und so weiter und wir schenken da halt aus und da bessern wir unsere Bergrettungskasse auf. Und da gibt es auch Händel und Pommes und so weiter. Was macht man, damit Menschen, die Leute, die Gäste, die kommen, möglichst viel trinken? Das will man ja, man will ja Umsatz machen. Ne? Was macht man, ob sie dann Cola trinken oder sonst was, ist ja egal. Immer ganz egal ist nicht, aber halbwegs. Wisst ihr, was man da macht? Das weiß jeder Wirt. Du musst die Hähnchen ordentlich salzen und die Pommes Salz reingeben, dann trinken die Leute. Weil Salz erweckt Durst. Das ist einfach so. Wie bekommen Menschen Durst nach Gott? In Matthäus 5, Vers 13 sagt Jesus zu dir und zu mir, zu jedem Nachfolger Jesu, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, so wie ein Nachfolger Jesu mit Jesus lebt, sollen andere Menschen einen Durst, einen Appetit bekommen nach so einem Leben. Nie durch Religion. Religion arbeitet mit Angst und mit Druck. Immer, egal welche Religion. Auch nie mit Gesetz. Gesetzliche Christen sind eher abstoßend. Religion, Gesetz und ein falsches Verständnis von Kirche hat das Salz fade gemacht. Und darum haben so wenig Menschen Durst nach Jesus. Jesus hat gesagt, Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Für viele Menschen ist Christsein deshalb nichts wert, weil sich Menschen, die sich Christen nennen, nicht in einer lebendigen Christusbeziehung leben, sondern Religion und Gesetzlichkeit leben. Und davon müssen wir umkehren. Von einer toten Religion zu einer gelebten Christusbeziehung. Das ist das Einzige, was salzig ist. Alles andere ist nichts wert. Ich möchte ein Zitat noch vorlesen von jemandem, den ich oft zitiere und gerne lese, Malcolm Muggeridge. England geboren, 1990 gestorben. Er war Autor, Journalist, eine Medienpersönlichkeit. Er war ein Agnostiker, das heißt, er hat das Christentum abgelehnt. Er hat einmal gesagt, Christianity is a load of rubbish. Christentum ist ein Haufen Blödsinn. Aber in den 60er Jahren hat ihn Jesus eingeholt. Und er wurde Christ. Und am Ende seines Lebens hat er Folgendes geschrieben.
Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Rom. Ich habe sehr einfach Zugang zu Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Und manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in unserer Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Er sagte, Ruhm, Erfolg, Vergnügen und Erfüllung. Ich habe alles gehabt. Und dann sagt er, aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben, multipliziere all diesen kleinen Triumphe millionenfach. Zähle sie alle zusammen und sie sind nichts, weniger als nichts, höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Und die letzte Einladung der Bibel auf der letzten Seite deiner Bibel, Offenbarung 22, Vers 17 steht, sagt Jesus, wen da dürstet, der komme. Wer da will, keiner ausgenommen, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und darum, ein letzter Satz, verbring deine Zeit mit Freunden, aber verbringe Zeit alleine mit dem Herrn Jesus Christus. Nur dann wirst du Salz. Dann entdeckst du nämlich das größte Geheimnis deines Lebens, nämlich, dass Jesus dir näher ist als jede andere Person, dass Christus in dir lebt. Er ist das Geheimnis. Und das, Freunde, ist Pfingsten. Pfingstsonntag, wo Jesus kommt, um in uns zu wohnen. Wer Jesus kennt, der trägt ein Geheimnis in seinem Herzen. Christus in uns. Und wer mit Jesus lebt, hat nicht etwas Besonderes an sich, sondern er hat etwas Wunderbares in sich, das den Namen Christus trägt. Und keiner hat dieses Geheimnis nur für sich, sondern immer auch für andere. Und darum sind wir hier beisammen. Und darum möchte ich euch ermutigen, erwähle das Bessere, erwähle das Gute, erwähle die Gemeinschaft mit Christus, der in dir wohnt, der dir näher ist, als dir jede Person sein kann. Und wenn du mit ihm lebst, wirst du zum Salz der Erde. Und dann werden Menschen durstig. Ich bete, lieber Vater, es ist einfach gut zu wissen, dass du das Leben bist. Du gibst nicht nur Leben, du bist Leben. Du bist das Salz und hast Salz gemacht aus uns, weil du in uns lebst. Und ich bete, dass wir als Salz dieser Erde Durst und Hunger erwecken in anderen Menschen nach einer lebendigen Beziehung zu dem, der uns näher ist, als wir uns selbst sind, nämlich der in uns wohnt und in dem wir geborgen sind für jetzt und für ewig. Herr Jesus, bewahre uns vor einer Religiosität, vor einer Gesetzlichkeit, die abstößt, und bringe uns hin zu einer gelebten Christusbeziehung, die anzieht und die Leben schenkt. Herr, das wünsche ich mir für mich, für meine Familie, meine Kinder, meine Mitarbeiter. Ich wünsche mir das für die lieben Leute hier. Segne sie und lasse dich entdecken. Im Namen unseres lieben Herrn Jesus